Nieder! Wer an Krieg denkt, denkt an Ausnahmezustand. Töten gehört zum Krieg. Doch selbst hier, wo Grausamkeiten Alltag sind, gelten Regeln. Go. 1859 wird der Schweizer Geschäftsmann Henri Dunant Zeuge bei der Schlacht von Solferino. Er ist zutiefst erschüttert von den vielen hilflosen Soldaten, die sterbend auf dem Schlachtfeld liegen. Seine Erlebnisse hält er in einem Buch fest und legt damit den Grundstein für die erste Genfer Konvention. Das Ziel des Vertrags? Das Leid der verwundeten Soldaten zu lindern. Nach den Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs wird das Recht ausgebaut. Regeln im Umgang mit Kriegsgefangenen, mit verwundeten Soldaten und vor allem auch mit Zivilisten werden festgehalten und weltweit unterzeichnet. Auch von Russland und der Ukraine. Im Ukraine-Krieg wird oft von verwundeten und getöteten Zivilisten berichtet. Dabei müsste sich auch Putin an die folgenden drei Prinzipien der Regeln im Krieg halten: Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit und Vorsicht. Der Grundsatz der Unterscheidung verlangt, jederzeit zwischen Zivilbevölkerung und Kämpfern zu unterscheiden. Zivilisten und zivile Objekte sind tabu. Sie dürfen nicht angegriffen werden, im Gegensatz zu militärischen Objekten und Militärangehörigen. Am 6. März hat die New York Times dieses Bild veröffentlicht. Es zeigt Zivilisten, die auf der Flucht nach Kiew von einer Mörsergranate getötet wurden. Zivilisten, die noch dazu auf der Flucht sind oder evakuiert werden, wenn diese Zivilisten unter Beschuss genommen werden, dann ist das ein sehr trauriges Lehrbuchbeispiel für ein Kriegsverbrechen. Weniger klar ist die Unterscheidung bei Zivilisten, die Molotow-Cocktails werfen. Während die den abwerfen, können die auch angegriffen werden. Es gilt aber auch, dass sobald diese Handlung abgeschlossen ist, man dann eigentlich auch wieder den zivilen Status wiedererlangt. Man ist also kein regulärer Kämpfer, der dann Tage später auf einmal angegriffen werden dürfte. Das Prinzip der Unterscheidung greift auch bei der Wahl der Waffe. Angriffe mit gewissen Waffen sind illegal. Aus dem Grund, dass sie sowohl Zivilisten wie auch Kämpfer treffen können. In sensiblen Gegenden wie Wohngebieten darf auch Russland diese Waffen nicht einsetzen. Unabhängig davon, ob es entsprechende Verträge zum Verbot bestimmter Waffen unterzeichnet hat. Denn das zweite Prinzip besagt, zivile Schäden dürfen in Kauf genommen werden, wenn der militärische Nutzen im Verhältnis groß genug ist. Doch wie wägt man so etwas ab? Das ist eine sehr, sehr schwierige Kalkulation und da wird es dann auch zynisch, weil da rechnet man wirklich Menschenleben, militärischer Vorteil. Das sind sehr abstrakte Begriffe, die auf einmal real werden und sehr traurig real werden natürlich. Dieses Video zeigt ein Spital in Melitopol, das am 25. Februar von russischen Soldaten beschossen wurde. Da sind Menschen, die sind krank, da sind Menschen, die sind verwundet, verletzt. Das anzugreifen ist nun mal eine absolute Horrorvorstellung und dementsprechend auch ein Kriegsverbrechen. Doch selbst wenn der militärische Nutzen im Sinne des Kriegsrechts überwiegt und ein Einsatz als verhältnismäßig eingestuft werden kann, müssen die Kriegsparteien unnötiges Leid so gering wie möglich halten. Das besagt das dritte Prinzip: Vorsichtsmaßnahmen. Also grundsätzlich wird vor Angriffen verlangt, dass man einerseits prüft, ob es sich wirklich um ein militärisch legitimes Ziel handelt, dass man auch prüft, ob sich die Situation nicht geändert hat und es wird auch erwartet, davor zu warnen. Das kann man nicht immer tun, weil eben durch die Warnung vielleicht das ganze Ziel nicht mehr erreicht werden kann und der Angriff sich dadurch ad absurdum führt. Manchmal kann man es aber schon erwarten, zum Beispiel wenn es Objekte sind, wo die primäre Motivation hinter einem Angriff nicht darin besteht, Personen zu töten, sondern das darin befindliche Equipment. Generelle Aussagen darüber, was Recht und Unrecht ist, sind im Krieg schwierig. Oft hängt es vom Einzelfall ab. Daher wird es wohl dauern, bis die Angriffe im Ukraine-Krieg von einem Gericht beurteilt werden. Und es ist fragwürdig, ob Putin jemals verurteilt wird. Daher ist im Moment die wichtigere Frage: Warum sollte sich Putin überhaupt an diese Regeln halten? Der Grundgedanke hier ist immer der, zu sagen, dass Kriegsverbrecher nach ihren Taten sich nicht mehr wohlfühlen können sollen. Sie sollen damit rechnen, dass so etwas nicht verjährt und irgendwann sie doch zur Rechenschaft gezogen werden. Dann gibt es noch einen
anderen Grund, wenn wir hier sehen, dass ein Staat versucht wird zu besetzen, geht es ja auch darum, die Sympathien der Bevölkerung auch zu gewinnen. Und je mehr Kriegsverbrechen man begeht, desto feindseliger wird die betroffene Bevölkerung. Mit zunehmender Dauer des Krieges wird die zivile Bevölkerung immer mehr Leid erfahren. Die Hoffnung bleibt, dass die Regeln des Krieges auch in der Ukraine noch Schlimmeres verhindern.